mit dem Aufbau unseres Autos und wir machen mit dem nächsten Rennen weiter. Also du willst das bestimmt nicht hören, aber... Lass mich raten. Die Quali steht an. Du verdienst nicht genug, Speedy. Also mach schon, geh Geld verdienen. Und jetzt probiere ich den neuen Burrito-Laden aus. Tschüssi. Du kannst auch immer das hören. Gedanken gelesen. Ernsthaft? Abgesehen vom Burrito. Ich probiere nämlich einen neuen Ceviche-Laden in der Innenstadt aus. Bye. 2440 ist in Sichtweite. Ja, wir müssen weiter unsere Rennen fahren und gewinnen und Punkte und Geld und was auch immer mitnehmen, damit wir überhaupt auf die Idee kommen können zu träumen. Momentan sind wir nicht schnell genug. Punkt, das sind 24 Punkte ungefähr. Also ich habe jetzt schon ein bisschen wieder was reingebaut. Warte mal, jetzt irgendwas. Frage, ist das Ding hier unten? Ja, das ist hier unten mit, ne? Ich fahre die ganze Runde vorbei, nehmen wir es mit. University Central Nummer 3 von 10. Es gibt immer so ein bisschen Kosmetik, wenn wir es gewinnen. So, Event. Den windigen City Sprint. So, was muss ich ein Auto? Ich muss ein Auto wechseln, ne? Ja. Okay. Starten wir rein ins Rennen mit dem winnigen City Sprint. Wiederholt mal. Also momentan ist es halt darum, wir brauchen Geld. Ich freue mich schon drauf. Der Eclipse wird jetzt auch keine Teile mehr bekommen, weil der Wagen ja schließlich für die Qualifikation für. Ja, ich bin vor allen Dingen an dir vorbei. Nö, nö, das lassen wir mal so. Da kommt ein Kopf. Der wird uns wahrscheinlich jetzt direkt auf den Sack gehen. Weil wir ja ein Rennen fahren. Diesmal wird er nämlich nicht. Oh, scheiße. Das war jetzt mehr oder weniger. Oh, Hilfe! Jetzt habe ich mir den ganzen Vorsprung, den ich mir gerade schön rausgefahren habe, versaut. Diese wahnsinnigen Hassenverkehr. Vor allen Dingen habe ich mir jetzt. Ach Mann! Yoshisha, gib mir jetzt bitte nicht auf den Senkel. Ich habe kein Nitro. Ernsthaft, ich versau's mir regelmäßig im scheiß ersten Rennen, ey. Soll ich selber so eine Aktion, weil ich einfach falsch abgewogen und einmal die scheiß Kerle da mitgenommen habe. Sonst hätte ich das Ding locker gewonnen. Und deswegen wirst du dann am Ende Dritter und die wissen nicht, wie sie das gewinnen. Ja, ja, nicht schlimm. Zeig ich dir, wenn ich es mir nicht regelmäßig selber verzocke. Du wirst nicht nach vorn sein. Hab dich nicht gesehen. Pff, ist mir scheißegal. Wenn es ein bisschen lackern, ein bisschen kann ich schon. Das hast du aber eben schon getan. Das waren zwei andere Kandidaten, die vorne lagen. So, da vorne haben wir schon wieder einen kleinen Kopf, Kollege. Das LBD will anscheinend mitspielen. Nehme Verfolgung auf. Mist, wir wurden lahmgelegt. Ich
nichts. Sorry. Du wirst nicht lang da vorn bleiben. So, im zweiten Versuch habe ich mir den verdienten Sieg geholt. Punkt. So. Ross nicht beendet. Sogar letzter mit 0 Punkt, mit 0 Dollar, der nichts gewinnt. Streife hier. Wir müssen uns zurückziehen. Hauptsache, da zerballert sich gerade der Kopf selber. Begeistert. Die Werkstatt macht sich einen Namen. Nein! Die Werkstatt bringt Moneten! Wenn du willst, dass Rydell begeistert bleibt, zieh los! So. Ja, mein, oh, nochmal 18.000. Ja, 6.000. Wir haben die. Wir hätten die Kohle zusammen. Ich überlege gerade, ob ich die schwere 8 nochmal fahren soll. Wir machen es einfach. Komm, wir sind ja eh da. Das sind nochmal 18.000 oder 12.000, die wir wieder mitnehmen. Und immer mehr Geld ist immer gut. So. So. Ja, wir sind alle gefühlt schon mal irgendwie gefahren, klar, aber wir müssen einfach jetzt erstmal hoherpreisige Rennen fahren, um halt Geld zusammen zu bekommen. A, unser Auto aufzubauen und B für die Qualifikation. So, das war erstmal Yoshisha. Zwei Muscle Cars, das eine ist auf jeden Fall ein alter Nissan Fairlady 350Z. Oder was? 370Z? Ich weiß es nicht gerade. Der hast du zumindest da vorne. So, jetzt sind wir uns mal einen Baru dran, der nämlich momentan noch führt. Jetzt. Wir haben die Zielperson im Blick und nehmen die Verfolgung auf. Ja, scheiße, den LKW habe ich. Oh, Glück gehabt. Du bist noch nicht mal dran an mir. Gut, ich habe ein bisschen nachgeholfen, ja.
Und diesmal holen wir sogar beim ersten Mal. Das Rennen, 18.000 oder 12.000, die wir doch mal auf die Hand kriegen. Boah, ich war sicher sogar letzter geworden. Bis zwei. Wir werden jetzt eh in die Garage fahren. Das macht jetzt am meisten Sinn, weil wir kein... Ja, klar. Why not? Ist selber gerade verbaut. Alle Einheiten, Interceptor im Einsatz. Ich bin gleich gerammt worden, Zentrale. Interceptor ist jetzt hier, um auszuhelfen, Team. Zentrale an alle Einheiten. Straßensperre eingesetzt. Klar, Straßensperre, weil noch. Hält hier draußen nicht lange durch. Meinst du, ich ärgere mich gerade ein bisschen mit euch? Interceptor hat's erwischt. Das machen die doch mit Absicht. Verdammt, ich wurde abgehört! Fahrzeug ist von der Straße gefahren! So, jetzt gehen wir mal da runter. Ich muss vor die Flugzeug kommen und den Wagen zu verlangsamen. So, der Kopf ist schon mal weg. Ich hoffe, dass ich den jetzt weggehauen habe damit. Alle Einheiten, Straßensperre in Position. Forget about it. Tja, einmal kurz gedreht, gewendet, was auch immer, und dann haben wir das Thema schon relativ gut erledigt und wir sind direkt wieder mal bei einem Checkpoint. Jo. Na, 23.900 nehmen wir mit für unseren Acura. So, meine Wagen, mal checken. Jo, passt soweit. Leistung. Teile. Nein, noch nicht so 100%, aber ich brauche hier diesen, den Turbolader hätte ich gerne. 26.000 kostet der, nicht ganz viel. Oh, ich guck mal gerade. 243.000. Der würde mir 2 km/h fehlen. Wenn ich einen Auspuff einbaue, gegenüber dem Pro jetzt gerade. Er würde sogar schlecht, also werden ja besser, ja, aber nicht von den Dings her. Elite, warum jetzt gerade nicht? Ich muss jetzt gerade überlegen. Also der würde mir auch nichts beibringen, also der Regler. Okay, theoretisch würde mir der hier die Level bringen. Und damit hätten wir zumindest das Auto soweit auf Stufe A+. Voll. Und damit haben wir nämlich genau das, was ich haben will. So, warte mal. Ich guck mal, ob ich nochmal gute Reifen reinsetzen kann. Die haben wir ja schon drin. Sehr gut. 272, der wäre auf S dann schon.
Der wäre auf S, wenn ich jetzt alles einbauen würde, wie ich irgendwas einbauen würde. A plus hier. Ja, ich lasse sie jetzt erstmal. Ich habe damit mein A plus Auto fertig. Mit einem Rutsch. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass ich einfach, wenn ich einen Antrieb reinsetze, und zwar, komplett, was habe ich denn jetzt eingebaut? Ein Siebengang-Getriebe. Höchstgeschwindigkeit 50 plus. Ja, fertig ist mein Auto. Und dann können wir ja tatsächlich anfangen, die A-Plus-Rennen zu fahren. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Und da gab es, glaube ich, ein Rennen dabei, was, glaube ich, ein Auto brachte, ne? Wenn ich das richtig sehe. Da war, glaube ich, irgendwo noch ein A-Plus-Rennen mit dem Auto dabei. Halt, das war so nicht geplant. Hier würde der 24.000 bringen. Ich bringe... Ja, yeah, na klar, ich kann natürlich jetzt die hochklassigen Rennen fahren. Ich kann jetzt das Ding fahren. Ich würde nämlich jetzt als nächstes das Rennen Geld wie Heu fahren wollen. Und dann würde ich sagen, in der nächsten, in der darauffolgenden Episode holen wir uns den Mazda. Und jetzt bauen wir dann nach und nach ein bisschen auf für die Qualifikation. Dann sind wir doch relativ schneller, als ich damit gerechnet habe. Und dann freue ich mich wieder, wenn ihr einschalten würdet, hier bei Let's Play Need for Speed Unbound.